Hallo und willkommen zurück zum Nebenquest-Marathon, der sich der Yakuza nennt. Wir kommen, es hört nicht auf. Es wird einfach nicht aufhören. Weil wir sind wieder zurück in Okinawa und wir stehen vor... Warte mal, wir stehen nicht nur vor drei Nebenquests. Warte mal, du bist... Doch, er ist eine Nebenquest. Er ist eine Nebenquest. Aber sie ist keine, oder? Doch. Warte, dann ist der Typ, der vor dem Chef steht, keine Nebenquest. Doch. Ah, er ist keine. Was soll ich denn so sagen? Oh nein, doch. Es ist eine Nebenquest. Es ist Ueda. Ja, war denn Ueda gleich nochmal? Das ist hoffentlich nicht der Lachs-Typ. Ey, wenn das keine Überraschung ist, was machst du denn hier draußen? Ach, das ist der Comicbuchautor, oder? Ah, das sollte ich dich fragen. Solltest du nicht ein Kyushu sein? Nein, das ist der Rahmentyp. Jetzt weiß ich es wieder. Das ist der Rahmentyp, oder? Ja, sicher. Da war ich auch eine Weile. Ich bin über Fukuoka, Kamato und Kugishima gereist, um verschiedenste Rahmenplätze durchzutesten. Und dann habe ich gehört, dass es in Okinawa irgendein super leckeres Schweinefleisch gibt. Also, um die lange Geschichte mal ein bisschen kürzer zu machen, ich bin hier gelandet, auf der großen Mission, das beste Okinawa-Soba zu finden. Und du hättest nicht zufällig irgendwelche Hinweise für mich? Ja. Ich erzähle ihm was? Was erzähle ich ihm denn? Tatsächlich gibt es einen ziemlich guten Original Okinawa-Soba-Suppen-Dingsbums-Küche in der Karrierschul-Arkade. Warum schaust du dich da nicht mal um? Ah, natürlich werde ich das. Vielen Dank, du großer Junge. Und er wird vom Auto gefahren. Also wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück nach Tokio, würde ich sagen. Okay, gut, das war einfach. Er ist den ganzen Weg nach Okinawa gekommen, nur um seine Nudeln nachzuforschen. Der Typ ist selber ein bisschen eine Nudel. Okay, gut, das war jetzt relativ einfach. Okay, sind wir trotzdem noch ein Train. Wir haben hinten drei, wer ist denn die dritte Quest? Oh, das ist bestimmt die wieder Do You Speak English Frau, oder? Dann mach ich das mit Prio. Nee. Ah, du bist der Mann von vorher. Ich hab deine Arbeit, was? Ja, ich hab zugeschaut, wie du deine Magie gewirkt hast. Es sieht so aus, als hättest du dich ganz gut mit dieser wunderschönen Brünetten angefreundet. Würde ich mal so sagen. Nun, es scheint, dass eine Sprachbarriere zwischen euch beiden steht, die es verhindert, dass ihr euch näher kommt. Das ist, warum ich dir dieses erweiterte Handbuch für den kleinen Preis von nur 20.000 Yen anbiete. Nur in Okinawa. Wie wäre es mit einer lokalen Spezialität? Es kommt doch am Ende raus, dass es ein Plant ist, oder? Dass es halt irgendwie so ein angeheuerter Schauspieler ist, nur um den Erfolg zu zeigen. Dieses Handbuch hier fokussiert sich mehr auf direkte Kommunikation zwischen zwei nahen Freunden oder näheren Beziehungen. Ich bin mir sicher, das brauchst du doch, oder? Na ja, wir kaufen das mal. Bin ja reich genug. Na, 20.000 Yen. Ja gut, dann nehme ich das. Nun gut, hier ist das erweiterte Handbuch. Du hast 20.000 Yen bezahlt. Du hast ein erweitertes Englisch-Textbuch. Okay, diese Sektion ist über Unterhaltung zwischen Liebenden. I don't want to go home tonight. I don't deserve your love. Die sind ziemlich käsig. Hey, du bist ein echter Player, wenn du so mit dir auf Englisch reden kannst. Weißt du das? Nach all dem, es gibt schon einiges, das du in Englisch sagen kannst, um dir zu zeigen, wie stilsicher und wohlkultiviert du bist. Unsere Englischhandbücher zeigen dir nur das Zeug, das du wissen musst, nicht weniger. Und je mehr Mühe du dir reinpackst, dann umso mehr kriegst du da raus. Garantiert. Nebenbei bemerkt, ich habe gehört, jede Menge Ausländer hängen in der Bar in Hatsumachi rum namens Aquasky. Vielleicht solltest du... Nun, wie sie sagen im Englischen, have a nice day! Ja. Das heißt, den bekommen wir Gummibär im Ganzen? Nee, ein bisschen mehr ist das schon. Aber warte mal, hier, die Typen hier hinten sehen so aus, als hätten sie Geld für mich. Hä? Huh? Hey, du bist der Typ vom letzten Mal. Nein, das ist gar kein Geld. Also, das ist, ich laufe von einer Nebenquest in die andere, ne? Ich glaube, wo sehr viel Geld für Rahmen ausgegeben wurde, hat es, glaube ich, 45.000 Yen gekostet. 20.000 Yen müssten, glaube ich, das ist nicht wenig, das sind 100 Euro oder so. Moment! Ich habe übrigens mir zum Geburtstag selber ein Research-Device geschenkt. Oh, das ist ja witzig. Hä? Warte mal. What? Warum passiert das? Hä? Warte. Ich bin vollends verwirrt. Moment. Ach, lol. Ich hab die Kamera an. Ich hab gerade wirklich gedacht, das ist eine Reflexion von dem Dings. Von der.
von der Kamera, die habe ich gerade rüber. Hä? Ah, herrlich. Nein, as a matter of fact, ich habe keine Translate-App. Nee, aber das, die bräuchte ich noch, aber egal. Das interessiert uns ja auch gerade nicht. Wir wollen ja eigentlich gerade eher wissen, Yen to Euro in 2009. Ich bin mir übrigens noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich mit so einem Apple-Device besonders glücklich bin, aber um auf der Couch Dinge zu surfen, funktioniert echt ganz gut. So, Free Currency Rates. So, was haben wir denn hier? Also, ein japanischer Yen im Euro war... Ich ist ja nicht scheißegal. Gehen wir von Dezember 2009 gehen wir von aus. 131 zu 1 war der Kurs. Also... Ich habe auch keinen Taschenrechner hier. Das läuft ja wieder. Ja, hier doch, hier ist ein Taschenrechner. Und das waren 20.000 Yen, ne? Oh, Alter. Nein. Nein. Nein! Ich weiß nicht, warum eine App irgendwie von mir irgendwelche anderen Sachen bräuchte. So, 131, ne? Sind 152 Euro. 152 Euro für ein Übersetzungsbuch ist schon echt viel, oder? Das ist ein ganz schöner Brecher, finde ich. Hey, du bist der Typ vom letzten Mal. Ha? Solltet ihr nicht umkippen oder so? Da lauft ihr nicht immer noch an Leute und lasst ihr eure Medizinrechnung bezahlen? Oh, das, der alte Scam. Nein, das Leben haben wir hinter uns gelassen. Zu stolpern und so zu tun, als hätte man sich irgendwas wehgetan, ist echt langweilig auf Dauer. Es ist einfach um Geld direkt zu fragen. Also, jetzt raubt ihr Leute einfach nur für ihr Essensgeld aus. Ist das nicht irgendwie eher ein Schritt zurück? Was war das denn hier, du Arschloch? Dass, wenn du uns hier noch so nahe kommst, dann schmeißen wir dich in den Fluss. Okay, eventuell haben die Geld für mich. Ja, ganz so wertlos ist der Yen. Die Musik, ne? Das sind halt keine Peseten-Rock, ich tue mich da aber auch mal viel. Das ist ja im Urlaub auch mal ein bisschen schwierig, wenn man sowas macht. Ich mache ja nie Urlaube. Ups, ich hab mich, das ist im Urlaub immer mal ziemlich schwierig, da über sich zu behalten, ne? Weil... Oh, warte, ich habe noch ein Fahrrad. Moment, ich muss hier mal kurz... Guck mal, der Airbrush hier. Echt jetzt? Echt jetzt? Bursche, du entgehst dem Fahrrad nicht. Urlaub ist ein echtes Problem, wenn man dann wieder andere Währung hat und sich denkt, oh ja, das ist nicht so viel. Und am Ende gibst du dann doch wieder gutes Geld aus. Ich habe zwar schon in Brasilien mal einen Rucksack für 130 Euro gekauft. Okay, ich brauche doch einen Rucksack und 130 Euro sind für einen Rucksack ja eigentlich jetzt nicht so viel. Oder nicht 130? Moment, halt, er hat nicht 130, er hat 160 gekostet und zwar 160 Reais, was damals, 2014, waren das, glaube ich, 60 Euro oder so? Ein bisschen weniger sogar. Nee, auf jeden Fall war der, den habe ich heute, glaube ich, noch irgendwo, den Rucksack. Also der war nicht total scheiße. Aber für brasilianische Verhältnisse war das anscheinend sehr viel, weil... ich weiß noch, dass der Typ, den ich zum Übersetzen mitgenommen habe, dass der irgendwie sagt, was, das ist voll viel. Und ich so, ja, aber ich brauche jetzt einen Rucksack. Und das ist der einzige, den sie haben in diesem Kleinstadtladen. Also, go. Oh nein, nicht schon wieder. Ob ihr umfallt oder nicht. Das scheint einfach nicht für euch zu klappen, oder, Kumpel? Brüderchen, vielleicht sind wir einfach nicht für diese Art von Arbeit geeignet. Also, was jetzt? Hey, ich denke, wir sollten uns vielleicht für grünere Fälle umsehen. Irgendwo neu anfangen in einer anderen Stadt. Ah ja, und hier ist das Geld, wie versprochen. Das ist für all die Mühen, die wir dir verdingst haben. Hey, du hast 5000 XP gekriegt. Yay! So, verdammt, da war noch ein Text, glaube ich. Aber egal. Es hat ungefähr genauso funktioniert, also nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte, weil ich wollte eigentlich 5000... Ich wollte eigentlich irgendwie so einen normalen Yakuza überfallen, um meine 20.000 Yen wieder zu kriegen, aber... Hey, hey. Ich hätte nie gedacht, dass Japan so einsam sein kann. Oh, wait. I never know, Japan could be so lonely. Ist das nicht die Frau von vorher? Oh, we have met a few times now. Funny how we keep running into each other. Ich mach das jetzt einfach so weiter, ne? Das hält mich hier nichts auf. How about we grab a drink? Could she be inviting me out for a drink? My name's Stacy. Hi, Stacy. I'm Kiryu. Kazuma Kiryu. What the name? I wonder what it means. I wish I knew more Japanese. Here goes.
Ja, weißt du, du bist immer so nett zu mir, Kiryu. Du hilfst mir immer, wenn ich Schwierigkeiten habe. You know, Kiryu, I don't want to go home tonight. Oh. Guten Abend, ihr verführerischen Menschen. Sie fährt heute ab, ne? Die scheint mich irgendwohin einzuladen. Andererseits, mache hier gerade einen Fehler und ich interpretiere ihre Phrase komplett falsch. Das sollte doch irgendeine Art von Satz geben, die ich in dieser Situation sagen kann. Das war im Handbuch. Wenn irgendjemand sagt, er würde nicht heute Nacht nach Hause gehen und sie sind gerade, die trinken mit dir und sie sind eine wunderschöne Frau, dann ist das Beste, was man sagen kann. Also der Cheesy-Satz, der war, I don't deserve your love. Aber das ist nicht das, was ich sagen werde, sondern I love your English. Nein. Ja, I love English, das ist, glaube ich. Das ist zumindest die einzige nicht awkward Geschichte hier. Das ist bestimmt, geht bestimmt voll schief, oder? I love you ist vielleicht ein bisschen viel. I love English! Lol. English? Yeah. It's great getting to know. Es ist großartig, all diese Leute kennenzulernen, mit denen ich normalerweise nie reden würde. Fuck. Huh? Eventuell kam das falsch an. Okay, warte mal. Ich bin jetzt durchaus bereit, nochmal kurz 11 Minuten. Moment, okay, das lade ich jetzt nochmal. Das will ich jetzt nochmal komplett anders sehen. Moment, das. Muss ich zwar nochmal mich mit dem Rahmentypen nochmal auseinandersetzen, das dauert nicht lang, die Typen wegprügeln, aber. Ernsthaft? Das war wirklich ihre Intention? Das macht mich jetzt ja richtig dolle fertig, ne? Hallo. What? Warte, die hat die ganze Zeit. What? Okay, das macht mich jetzt schon. Es sind die Scammer, glaube ich, nicht da. Ne, jetzt muss ich die erst wieder finden. Nee. Nun, dann eigentlich ein Sinn, totes Tier, um Tiere anzulocken oder sehr offenherzige Menschen. Aha. Sind die Typen jetzt wieder da? Nee. Die spawnen anscheinend zufällig, na gut. Also wenn wir die wieder sehen, überspringe ich ihre Dialoge einfach, ne? So. Okay, jetzt versuchen wir nochmal. Weil das bricht ja bestimmt die Questline ab, wenn ich das so mache. Also wenn ich sie. Warte mal, sind die da vorne? Ah, das sind sie ja wieder. Okay, mal, das ist nicht schwierig, sie zu finden. Hallo, Jungs. Das muss ich leider nochmal umprügen. Das tut mir sehr leid, aber das geht halt alles. Machen wir sofort. So, 10.000 Yen. Jawohl, haben wir das auch. Schön. Was ist New World? Habe ich keine Zeit mehr zu duschen? Also ich hatte jetzt übrigens tatsächlich den Tag nochmal grob rübergeguckt über New World. Und ich fand das immer noch nicht sehr beeindruckend. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Dies ist ja eigentlich an sich eine Livestream-Aufnahme. Auf der anderen Seite fühle ich mich aber trotzdem immer schwer, irgendwie über so tagesaktuelle Themen zu reden, weil das halt irgendwie. Naja. Das ist im Nachhinein, macht es halt alles. Da gibt es halt alles irgendwie keinen Sinn mehr, oder? So, okay, dann reden wir nochmal. Achso, warte mal, sie hat ja vorher geredet, dass sie so einsam ist, ne? Aber das ist halt immer genau die Sätze. Ich glaube mal mehr, dass sie nur so ein Dingsbums ist. So ein, rein die Dings für den Sprachübersetzungsscam. I love you! I love you! Oh, cute! You are so sweet! Das andere hätte ich eigentlich sagen müssen, oder? Ich bin sehr beeindruckt. Dein Englisch ist großartig. Das nächste Mal möchte ich eine lange Unterhaltung. Aha. Oh, was? Dank diesem Handbuch war ich in der Lage, mit dem besten Englisch zu reden. Selbst als ich es nur improvisiert habe. Mal sehen, was das nächste Handbuch kostet. Da bin ich immer sehr gespannt. Aber das ist halt irgendwie. Oder kriege ich jetzt langsam mal raus, dass das Scam ist? Alter, du Fettsack, Alter! Der hat mich gerade komplett geblockt. Ich bin da nicht lang gekommen. Schrecklich. Ich bin gespannt, ob die lustige Frau wieder dasteht und mir wieder ein Buch verkaufen möchte. Nö, tut sie nicht. Oder? Was sind die beiden? Die beiden sind ja sowieso eine Quest.
Jetzt sind hier drei Quests, ne? Lifecat? Warum ist denn jetzt hier eine zusätzliche Quest? Und dann ist die Straße runter, hier links ist auch noch meins. Aber das ist, glaube ich, der Tattoo-Typ, oder? Tattoo-Typ. Der Comiczeichner, würde ich sagen. Oder? Oder? Okay, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Gibt's noch woanders eine Quest? Es gibt unten im Markt noch eine. Okay, anscheinend prügeln wir uns mit welchen Typen. Gut, habe ich mir im Stream angeguckt und das holt mich nicht ab, zum Zuschauen eher langweilig. Ja, das ist das Problem, was ich mit diesem Spiel hatte, wo ich so zugeguckt habe, ist, dass es keine Story hat. Also es hat irgendwie so eine Main-Storyline, dann hat es aber ganz viel so, sammelt 20 Bärenfälle. Also dieses Setting alleine, dieses Conquistadores-Setting, oder wie auch immer wir es nennen wollen. Ginosa. Jetzt? Hab's ja bloß alles. Dieses Conquistadores-Setting war halt irgendwie ganz cool, aber der Rest ist halt wirklich, holt mich halt auch null ab, ne? Ich meine, an sich ist das wahrscheinlich das Problem, dass ich halt eher nicht... Also ich habe eigentlich nicht... Alter, genau! Arsch! So, der ist bestraft. Mit dem langen Ende von der ganzen Bank getroffen zu werden, ist bestimmt... Nein, ich brauche noch einer. Okay, wir nehmen einen. Oder so. So, das ist genug. Ich fühle mich schon besser. Das sind, hey, Schmutz bedeckte 10.000 Yen. Also, wie wir gerade wissen, sind das 70 Euro. Das ist bestimmt der Nudelmann, der hier unten die Quest hat, oder? Weil wir haben ihn noch irgendwo hier hängen geschickt. Ah, das ist der Nudelmann. Ah, tatsächlich. Hey, danke für die Richtungsweisung. Ich habe endlich den Ort gefunden. Und hier hast du es. Eine Portion von unseren wunderbar heißen Rafute-Soba. Und seit du so enthusiastisch darüber bist, habe ich noch ein bisschen extra Fleisch oben drauf gepackt. Das ist ja unglaublich. Ha, verdammt, ich würde hier jeden Tag essen für den Rest meines Lebens und würde immer noch mehr wollen. Rafute, Ich denke, das ist Okinawan für Braised. Angebratenes? Braised? Brasier ist das Anbratene. Okay, warte mal. Geschmort tatsächlich. Das kannte ich noch gar nicht, das Wort. Okay, das ist anscheinend das okinawische, Okinawan für geschmortes Schweinefleisch. Aber es ist ein echter Geschmack. Das wusstest du, dass sie es mit etwas Fleisch drauf köcheln? Dafür könnte man sterben. Oh, und die Art, wie das Kollagen vom Schweinefleisch abschwitzt, direkt in den Mund. Pure Geschmack, genau dort. Es ist wie eine Supernova von Süße und Saft. Das ist so gut, oder? Ich bin froh, dass du etwas gefunden hast, was du magst. Warte mal. Jetzt was? Das ist es! Das ist genau das, was ich brauche! Ich habe eine Vision! Eine Vision von Schweinehaut! Es ist dieses Kollagen, weißt du? Das ist genau, was meine Instant-Raben brauchen. Wenn ich das vorsichtig das Schweineknochenmark in Kollagen bereichertes Schweinedingsbums umrande, dann. Ja, ich kann es jetzt schmecken! Das wird die Grundlage für mein Kyosho Nummer One Super Tonkotsu-Brühe sein. Nun muss ich mir nur noch ein Stück Schweinefleisch greifen und der Besitzer wird mich in höchsten Tönen löben im Camarocho. Ne, von hier bis nach Camarocho. Ha, ich warte nur, bis du seinen Blick in sein Gesicht siehst. Naja. Tja, das war ein komischer Kauz. Der hat 10 Schüsseln gegessen. Das war übrigens nicht mit der Quest, weil es war ein anderer. Naja gut, aber hey, wir haben ein bisschen was in Okinawa erfahren, haben vor allem ein bisschen Englisch geredet.